Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die aus dem Schatten ins Lichtbox von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aus dem Schatten ins Licht von Contra K aus dem Jahr 2015. Es ist eine quadratische Box, also der Deckel ist quadratisch. Etwas höher das Ganze und wir haben hier so eine schwarz-graue Steinoptik, also erinnert mich ein bisschen an Marmor, sieht so aus wie so eine Steinplatte. Und auf dieser haben wir so ein goldenes Zeichen, so verschlungene Linien, erinnert ein bisschen an das Unendlichkeitszeichen oder irgendwie so ein ägyptisches Zeichen, auf jeden Fall lässt sich da eine Menge reininterpretieren. Dieses Design, diese Steinoptik zieht sich hier wirklich über alle Seiten durch. Auf der Rückseite lesen wir For Music, dann haben wir hier Contra K und dann hier noch einen Barcode und die Credits. Gut, das Ganze, wie ihr schon an der Form sehen könnt, keine reguläre Standard-Klappbox, denn der Deckel ist abnehmbar, was mich immer sehr freut. So sieht das Ganze von innen aus. Und dann haben wir auch schon den Boxinhalt vorliegen. Wir haben hier einmal ein Handtuch, kleine Boxhandschuhe, das Album aus dem Schatten ins Licht und dann haben wir hier noch ein Poster. Ja, das sind die Inhalte. Jetzt ist die Box leer, auch diese Seite weiß innen drin. Machen wir mal wieder zu das Ganze. Box an die Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album. Contra K aus dem Schatten ins Licht. Wir haben hier den guten Mann abgebildet vom Profil. Lesen hier unten aus dem Schatten ins Licht und auch hier wird das Ganze nochmal deutlich. Also das linke Segment schwarz, das obere weiß bzw. grau. Schatten und Licht werden hier verdeutlicht. Es handelt sich hier um ein Digipack. Hier lesen wir auch nochmal aus dem Schatten ins Licht. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Und zwar haben wir eine Album-CD und dann haben wir noch eine Bonus-CD. Mehr oder weniger eine Bonus-EP bzw. Bonus-Tracks. Wir haben einige Features. Und zwar haben wir Features von Skinny L, Daniel Spencer, Bones MC, nochmal Skinny L, Fatal, Gazi 030, Skepsis und Cracky Valley. Und dann haben wir hier auch noch alle Instrumentals der Standard-CD. Auch hier wieder Barcode zu sehen. Schattenlicht. Wir haben hier einen Totenkopf mit einer Schlange auf dem Kopf und diversen Pfeilen durchbohrt. Also fangen wir an mit der Schattenseite. Das ist alles, was ich bin, alles, was ich will, aus dem Schatten ins Licht. Contra K. Dann haben wir hier die erste CD, CD Nummer 1, aus dem Schatten ins Licht, CD Nummer 1. Sieht so aus. Also auch hier die CD ist wieder in dieser Marmoroptik grau gehalten. Also das dürfte dann die Licht-CD sein. Darunter wieder schwarz. Und dann haben wir auf der zweiten Seite die CD Nummer 2. Diese eben dunkel gehalten und hier dann die Bonus-Tracks bzw. alle Instrumentals zum Album und hier das Licht bzw. die graue, die weiße Seite im Hintergrund. Jetzt würde mich noch interessieren, jawohl, Booklet ganz hinten versteckt, Cover kennen wir bereits und das freut mich immer sehr. Wir haben hier alle Tracks aufgelistet inklusive der ganzen Songtexte. Also wirklich hier zum Durchblättern, mitrappen, nachlesen. Was haben wir hier? Sieht nach einer wilden Kampfszene aus, also Bodenkampf. Hier diverse Arme und Beine ineinander verschlungen. Und das dürfte der Rücken von Contra K sein. Hier wieder der durchbohrte Totenkopf. Weitere Tracks inklusive deren Texte. Dann haben wir hier eine riesen Danksagung. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle anhalten und durchlesen.
Danke dafür, loyal. Mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit. Weitere Texte. Ein weiteres Zitat. Bis hierher getragen. Bruder, leider muss das reichen. Die Kraft in meinen Beinen, die mir bleibt, brauche ich alleine. Und auch hier wieder Kampfszenen. Weitere Texte. Und das zum Schluss dann hier auch noch die Credits. Gut, hier wieder das Bildnis. Halb-halb, Licht und Schatten. Dann verstauen wir das Booklet mal wieder. Also auf jeden Fall schönes, umfangreiches Digipack mit zwei CDs. Und vom Album, ich habe es ja schon mehrere Male durchgehört, muss ich sagen, sind meine Favoriten damals wie heute einmal Track Nummer 2, Erfolg ist kein Glück. Dazu gab es auch eine Videoauskopplung und Kampfgeist 2, ich glaube, der wurde auch als Video ausgekoppelt. Also das sind meine absoluten Favoriten. Dann haben wir diese kleinen Handschuhe. Also schwarze Handschuhe mit rotem Loyal-Aufdruck. Und dann haben wir hier noch so eine weiße Schnur, mit der wir das Ganze dann aufhängen können. Also eignet sich wahrscheinlich am besten so für Rückspiegel im Auto innen, um das Ganze zu befestigen. Ja, kann man gut verwenden. Also werden auf jeden Fall einen Platz in meinem zukünftigen Auto finden. Dann haben wir, bevor wir zum Poster kommen, noch das Handtuch. Und dieses sieht so aus. Falsche Seite. Also wir haben hier so ein Handtuch in Rot und Weiß mit Loyalschriftzug. Ich hoffe, man kann das sehen, jawohl. Also riesiger Loyalschriftzug inklusive dem Wolf, der ja das Logo, das Wappentier von Loyal ist. Und das Ganze beidseitig gestaltet. Also wir haben einmal Rot-Weiß und einmal auf der Rückseite dann Weiß-Rot. Gefällt mir richtig gut. Also ich bin generell Fan von Contra K, aber speziell Loyal. Der Schriftzug in Verbindung mit dem Wolf, muss ich sagen, sieht top aus. Der Wolf an sich generell eines meiner Lieblingstiere. Deswegen dieses T-Shirt auf jeden Fall, dieses Handtuch auf jeden Fall gelungen in meinen Augen. Hier haben wir noch so einen kleinen Zettel. Loyal steht hier. 100% Baumwolle made in EU. Grüße gehen raus. Und das Ganze in einer Größe, also wirklich ein Handtuch, kein Badetuch oder Strandtuch, sondern wirklich ein Handtuch. Kann man gut verwenden, zum Beispiel für einen Sport, zum Trainieren, um sich dann auf die Hantelbank bzw. anderen Geräte zu legen oder einfach nur um den Nacken zu tragen und sich dann die Hände oder sonstige Körperteile vom Schweiß zu befreien. Und dann haben wir noch ein Poster, wo ich jetzt gerade Probleme habe, das Ganze aufzubringen. So, weil es so groß ist, aber jetzt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier wieder diesen Kopf mit der Schlange und dem Pfeil durchbohrt. Contra K. Das Ganze auch wieder hier in dieser Gesteinsoptik. Und unten lesen wir wieder aus dem Schatten ins Licht. Rückseite ist blank weiß, also das Ganze einseitig bedruckt, aber dafür echt riesengroß und das Ganze im Hochformat. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. So. Ich frage, wie ich das Poster wieder zusammenbekomme. So eine Sache mit diesen Postern. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dann diese zwei kleinen Handschuhe inklusive dieser Schnur zum Aufhängen. Das Handtuch zweiseitig, einmal rot-weiß, einmal weiß-rot mit Loyal-Schriftzug plus Loyal-Wolf. Und das Album an sich aus dem Schatten ins Licht. Zwei CDs in diesem Digipack. Also Album-CD plus Bonustracks und Instrumentals.
Das alles in dieser wunderbaren Box aus dem Schatten ins Licht von Contra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.